Hallihallo, Hallöchen! Herzlich willkommen zurück in Oblivion! Wir sind gerade dabei, eine Mission für die Magiergilde zu machen. Die eine hat nämlich ihr Amulett verloren, mit dem sie. Ich wollte schon fast sagen, damit sie nicht wahnsinnig wird, aber nee, sie hat ja Visionen und wenn sie dieses Amulett nicht trägt, dann nehmen die Vision überhand. Und das wollen wir ja nicht. Und ich darf nicht mehr so viel tragen, habe ich vollkommen vergessen. Nee, da war ich noch nicht gut. Unmöglich. Auch unmöglich. Haben die vielleicht einen? Die haben einen Schlüssel. Achso, hier war ich schon. Das war am Anfang. Ach nein, ich hasse diese Dinge. Zeigt keine Wirkung auch noch. Super. Ja. Ich glaube, ich weiß, warum mein Schwert nichts macht, weil es nicht verzaubert ist. Da war ja noch eins. Da ist das Ding. Toter Marodeur, der hat aber nichts. Ah, da ist es. Manduins Amulett. Ich habe das von Dagael benötigte Amulett gefunden. Ich sollte es sofort zu ihr zurückbringen. Das machen wir auch. Durchschnitt. Nee, so viele Dietriche habe ich nicht. Ich müsste zu Divas Geld, um mir wieder Dietriche zu holen. Wo ist meine Maus? Da.
Wer bist du? Hört, lasst es einfach gut sein, ja? Ich kann euch dieses Amulett nicht überlassen. Ich brauche es. Und zwar jetzt. Weshalb wollt ihr das Amulett haben? Ich habe das andere genommen. Das hätte genug sein sollen. Ein solcher Aufwand sollte nicht erforderlich sein, nur um sie loszuwerden. Ich hätte es ja nicht auf ewig behalten. Ich hätte es zurückgegeben, sobald ich das bekommen hätte, was ich wollte. Das ist doch nicht so falsch, oder? Doch. Wenn sie mir geholfen hätte, durch eine Beförderung jenen Ort zu verlassen, und wenn sie zurückgetreten wäre, dann hätte sie es wiedererhalten. Warum musstet ihr dazwischen kommen? Warum versucht ihr, alles zu zerstören? Ey, geht's. Ich habe Katal besiegt, der versucht hatte, Dagair zu beeinflussen. Ich musste diese Information sofort überbringen. Das geht so nicht. Wenig anschließend sieht. Katals Schlüssel. Nee, ich kann nicht mehr so viel tragen. Es ist nie eine gute Idee, jemanden Schaden zuzufügen, nur um das zu bekommen, was man möchte. Ja, es regnet. Wer bist du jetzt? Erbärmlich. Ah, sie hatten dies recht sehr schön. Dein zurück. Da sind wir schon. Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Wahrscheinlich oben. Gerade rausgekommen. Hallo, Schüler. Hallo, da. Schüler. Nichts hat sich geändert, Kind. Die Stimmen schreien noch immer und ich kann nicht hören. Wenn sie weggeschlossen werden könnten, könnte unsere Arbeit beginnen. Stein des Seers. Habt ihr es gefunden? Habt ihr die betrügerischen Hände gebunden und genommen, was mein ist? Dann gebt mir den Stein, auf dass die Stimmen verstummen mögen. Ach, Kind. Ich danke euch für eure Hilfe. Jetzt, da die Stimmen verstummt sind, kommen die Worte zu mir, die ihr sucht. Ihr sollt meine Empfehlung haben. Ich muss euch jedoch warnen. Ich habe Dinge in eurer Zukunft gesehen, Dinge, die vielleicht sein werden und Dinge, die sicher sein werden. Es wird an euch liegen, das Schicksal vieler zu bestimmen. Leben und Tod sind seltsame Dinge, und beide werden durch eure Hand verändert.
Interessant. Auch ihr. Ich habe Empfehlung von allen örtlichen Gildernhain in Cirodia erhalten. Jetzt muss ich bei der Geheimen Universität vorstellig werden und mit Raminus Polos reden. Ich mache aber zuerst auch die ganze Mission, die hier sind, bevor ich da hingehe. Apropos Mission, wir haben ja hier auch eine angenommen, nämlich die Tränen des Retters. Muss aber dann trotzdem in die Kaiserstadt, okay. Ich höre euch zu, Bürger. Der ist sie, ja. Wie kann ich euch helfen? Ich bin auf der Suche nach Garidans Tränen. Ihr seid nicht die erste Person, die danach sucht. Eine ziemlich bemerkenswerte Sache, wirklich. Ich weiß ein wenig darüber. Bitte, ich möchte es gerne hören. Sicherlich. Garidan war ein Ritter, der über ein kleines Dorf friedlicher Bauern herrschte. In einem Erntesommer gab es eine fürchterliche Dürre. Die Bauern flehten Garidan an, eine Lösung zu finden. Er beriet sich eine Woche lang mit Weisen, bis einer von ihnen eine Möglichkeit erwähnte. Der Weise erzählte ihm von einem Artefakt, das der ewig fließende Wasserkrug genannt wurde. Aus diesem Gefäß, geformt wie ein Silberkrug, strömte angeblich Wasser bis in alle Ewigkeit. Verblüffend. Ja, allerdings. Die Legende erzählt, dass Garidan den Wasserkrug gefunden hat, aber dass dieser von einer fürchterlichen Kreatur bewacht wurde. Es heißt auch, dass diese Kreatur ihn erstarren ließ. Als Garidan erkannte, dass seine Suche fehlgeschlagen war und er nicht zurückkehren konnte, um die Bauern zu retten, begann er zu weinen. Da er von Eis umhüllt war, erstarrten auch einige seiner Tränen. Manche sagen sogar, dass Mara die Göttliche Mitleid mit dem armen Ritter hatte. Um an sein gutes Herz zu erinnern, belegte sie die Tränen mit Zauberkräften. Aber das sind alles nur Gerüchte. Wisst ihr, wenn ihr mehr wissen wolltet, gibt es ein Buch, das ich einmal gelesen habe. Es heißt Ritteruntergang. Dort findet ihr vielleicht mehr über Garidan. Wo kann ich dieses Buch finden? Aber als ich das letzte Mal in der Erstausgabe im Marktviertel war, habe ich dort ein Exemplar gesehen. Ich wollte, ich könnte euch mehr darüber erzählen. Aber das ist alles, woran ich mich aus meinen Gesprächen mit Kollegen hier an der Universität erinnern kann. Besucht mich doch später noch. Dann ab zum Marktviertel. Ich höre euch. Denk daran, dass unbefugtes Betreten von Räumen im Kaiserpalast als schweres Verbrechen gilt. Bleibt im Ich spüre Spannungen in der Luft. Habt ihr Zerstörungszauber ausgesprochen? Wo weißt du das? Ontus Vanin im Ruhestand. Bin lang wach und lese schlechte Bücher. Mich interessieren die Angelegenheit der Magiergilde nicht mehr. Okay. Soweit ich weiß, sucht die Kämpfergilde. Auf Wiedersehen. So, zu dir möchte ich. Ist mir ein Vergnügen, fahrt fort. Seht euch nur um. Billigere Preise findet ihr in ganz Tamriel nicht.
können aber noch ein bisschen verhätschen. Den Preis kann ich mir nicht leisten. Ich kann nicht so wenig dafür nehmen. Okay. Ich habe den Ritteruntergang bei Finitas im Gast in Erstausgabe Buch der Andermarkfette gekauft. Ich sollte es mehr über Garinans Reden zu erfahren. Es war mir ein Vergnügen. Auch. Nachdem ich den Ritteruntergang gelesen hatte, wusste ich, dass Gary dann den Immerfließkrug an einem Ort namens Eisfeuerhöhle gefunden hatte. Sie liegt angeblich in den Bergen östlich von Bruma. Mit Hilfe einiger Hinweise aus der Geschichte war ich in der Lage, sie auf meine Karte genau zu bestimmen. Das Buch erwähnt auch den Gebrauch speziell veredelter Frostsalze, um in die Höhle zu gelangen. Ich sollte mit Sadrasa über oder Julian darüber sprechen. Hier. Einen wunderschönen. Seht euch nur um. Billigere Preise findet ihr in ganz Tamriel nicht. Das. Ich kann hier nicht das Buch wieder verkaufen. Oh, ich weiß eure Kundschaft. Lebt wohl. Ich würde mit der von der Magiergilde hier sprechen. Weil wenn ich sowieso gerade im Marktviertel bin, kann ich auch schnell Sachen verkaufen. Was kann ich heute für euch tun? Seht euch nur um. Daran habt ihr viel Gold verdient. Ein guter Preis für einen guten Kunden. Ihr seid ein Haar. Das klingt nach einem angemessenen Preis. Das klingt nach einem angemessenen Preis. Nein, das. Kommt wieder und kauft. Ja, jetzt wieder. Bin ich wieder leichter. Sehr schön. Ich grüße eine Münze für einen alten. Sprecht. Und hopp. Wo ist sie? Ich grüße euch. Ach, da. Gibt es noch etwas, womit ich euch helfen kann? Tatsächlich, ja, veredelte Frostsalze. Ja, ich verkaufe sie. Wenn ihr welche kaufen wollt, dann nur zu. Sie sind von erlesener Qualität. Ich habe sie selbst veredelt. Kann ich euch etwas von meinen Waren zeigen? Blutgras, okay. Da, veredelte Frostsalze. Ich sollte alle mitnehmen, aber ich sollte trotzdem falschen. Ich habe mir veredeltes Frostsalz von Julienne besorgt. Ich sollte mich jetzt auf den Weg zur Eisfeuerhöhle machen. Empfehlt mich euren Freunden. Mach ich. Wenn ihr auf euren Rad. So, in der Nähe von Bruma. Habe ich noch nicht gefunden. Okay, ich kann aber von hier da hochlaufen. Oh, was ist los? Fängt das Baby jetzt an zu heulen? Silberclaymore, hübsch. Wir haben ja Nacht.
Das sieht doch besser aus. So ein Aufgang. Na, bin ich langsam in der Nähe? Ja. Ist voll weit wie so. Da ist jetzt nur das Eingang. Hier. Oh Gott. Eine Fackel ausrüsten, dann sehen wir mehr. Löwenpilz, nee, brauchen wir nicht. Ah, schon wieder einer. Oh, Mist. Sag mal. Kann ich vielleicht Lebensenergie herstellen? Habe ich irgendwas? Nee. Ich hätte vielleicht beim Alchemisten nochmal vorbeigehen sollen und Tränke kaufen sollen.
Warten wir jetzt mal darauf, dass die Magika wieder vollständig ist. Ich hoffe, das wird dann der letzte Berglöwe sein, der da drin ist. Ansonsten muss ich die Mission dann noch ein bisschen aufschieben. Ich hab's zweimal nicht getroffen. Schön, dass beide wackeln. Wackeln beide jetzt zusammen. Ah, ich wollte noch eine Fackel ausrüsten. Ratten sind okay. Was? Oh. Bartsbär. Auch nicht schon wieder im Berglöwe, Mann. Okay, das überlebe ich noch nicht. Dann machen wir die Mission ein andermal. Was machen wir dann? Ja, wir gehen nochmal in die Stadt zurück und gucken, ob wir da irgendwas finden. Eine Mission. Immer nur Sturm. War jetzt hier eigentlich auch ein Alchemist gewesen? Wahrscheinlich eine Magiergilde nochmal. Ein paar Lebensenergietränke sollte ich mir noch besorgen, bevor ich die Folge beende. Nicht, dass ich das zum nächsten Mal dann vergesse. Und dann wieder ein bisschen dumm dastehe, weil ich keine Tränke habe. Kann ich euch bei eurer... Na, wir machen das. Ihr seid wohl gut vorbereitet. Viel Glück. Schön euch zu sehen. Seht euch nur um. Ja, sehr gut. Billigere Preise für... falschen. Es war mir eine Freude, mit euch Handel zu treiben.
Sehr gut. Das Geld haben wir ja. Und das ausgegeben. Mögen all eure Reisen sicher sein. Okay, dann werden wir uns hier in der nächsten Folge ein bisschen umsehen und gucken, ob noch irgendjemand eine Mission hier hat. Bis dahin wünsche ich euch einmal schönes. Wir sehen uns. Tschüss. Bekommt.